Viertelfinale im französischen Pokalwettbewerb mit einem Überraschungsgast. US Granville war mit dabei. Der Fünftligist traf auf Olympique Marseille. Und der Erstligist mit der ersten Möglichkeit nach 20 Minuten. Florian Thauvin kommt völlig frei zum Abschluss. Hätte sicherlich hier die Führung für den Erstligisten erzielen können, aber sein Schuss geht rechts am Tor vorbei. Der unterlegene Amateurligist, der hatte aber auch eine Möglichkeit in der 29. Minute. Der lange Schlag auf die Einmannspitze Thomas Vauvy. Und der läuft dann allen auf und davon Richtung Torhüter Steve Marlon da. Aber dann, ja, dann geht es eben doch weit am Tor vorbei. Thomas Vauvy, sehr lauffreudig. Und dann hat er mal das Risiko genommen. Die einzige Chance für die Amateure in diesem Spiel, die nach 50 Minuten dann 0:1 zurücklagen. Die Hereingabe wird eingenetzt von Michy Batshuayi, der Torjäger von Olympique Marseille. Benjamin Mendy, genau auf die 5-Meter-Linie gespielt. Und Batshuayi ist zur Stelle. Drei Spieler von US Granville kommen nicht an den Mann. Und der Torjäger ist passend zur Stelle. 50 Millionen Euro werden geboten, damit er Olympique Marseille verlässt. Im Nachgang weitere gute Möglichkeiten für den Erstligisten. Sicherlich 5-6 Hochkaräter, wie auch in dieser Situation. Die Hereingabe von Alessandrini und Batshuayi scheitert am Mann des Abends, Jeremy M. Der hatte viele Möglichkeiten von Marseille zunichte gemacht. Seine Amateurmannschaft US Granville immer wieder im Spiel gehalten, die aber über 90 Minuten ohne echte Torchance war. Trikotwechsel beim Schlussmann der Amateure mit Steve Marlon da. Und die Fans, die doch etwas enttäuscht waren, wenn die Kamera kommt, ist das Leben wieder schön. Sport 1 Plus ist empfangbar über folgende Partner.